Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Retro Dark Measure of Might and Magic. Und ja, ich denke, wir werden entweder heute oder am Donnerstag fertig. Da kann eigentlich nicht mehr allzu viel kommen. Wir sind jetzt schon im Epilog. Ist er mein Meister, mein Liebster, der Schädel der Schatten? Er ruft dich, ruft uns, hebt ihn auf! Wir sind jetzt stärker, mächtiger. Antiers Todesmagie kann uns nichts mehr anhaben. Gemeinsam sind wir unsterblich. Entschuldigung, Steinhart. Wo leuchtet? Jahrhunderte der Mühen und eure zwei Lebensdekaden als dämonischer Dilettant. Welch eine Ironie, oder? Versucht doch zu begreifen, Dämonenbrot. Magier oder Nekromant, Leben oder Tod, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Und das Chaos, das ist der reine Zerstörung. Die Verneinung allen Daseins. Und ihr, die schändlichste aller Gräuel. Zwei Seelen, zwei Herzen. Einen Fuß hier in der Welt. Ich werde euch niemals gestatten, diese Tür zu öffnen. Euer verfluchter Vater muss in seinem Gefängnis bleiben und nur die Opferung der Seelen von Steinhelm kann das garantieren. Außer natürlich. Da ich jetzt gleich tot bin, ich sage ich jetzt schon mal, Entschuldigung! So. Das Problem ist, wenn man das Ingame-Menü öffnet, zum Heiltränke schlucken. Und das Chaos, das ist die reine Zerstörung. Die Verneinung allen Daseins. Und ihr, die schändlichste aller Gräuel. Zwei Seelen, zwei Herzen, zwei Köpfe. Einen Fuß hier und einen in der Welt. Ich werde euch niemals gestatten, diese Tür zu öffnen. Euer verfluchter Vater muss in seinem Gefängnis bleiben. Und nur die Opferung der Seelen von Steinhelm kann das garantieren. Außer natürlich, ihr glaubt, ihr könntet mich auf. Cheok soll euch holen. Ah.
der euren Vater einsperren kann. Ihr habt mich geschlagen und die Welt getötet. Sterbt glücklich, Arantir. Ashan wird in sehr guten Händen sein. Mein Sohn, aus dir ist noch mehr geworden, als ich gehofft habe. Ach, das Blut, das fließen wird, die Feuer, die wüten werden. Bring mir den Schädel. Oh, der Schädel ist unser, mein Liebster, und mit ihm die Welt. Doch ich frage dich, brauchst du wirklich deinen Vater, um über Ashan zu herrschen? Du und ich können es auch ohne ihn schaffen, gemeinsam. Okay. Schnell jetzt. Gemeinsam sind wir so weit gekommen. Also lass es uns beenden. Nimm den Schädel. Bring ihn her. Saret, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ja, mein Sohn, mein Erbe. Ja. Komm näher. Bring mir den Schädel. Zerschmettere diese vergiftete Reliquie meines alten Feindes. Und mit ihr die Ketten dieses Kerkers. Saret, sagen wir einfach, wir haben nicht den gleichen Sinn für Humor und Gut. Xana, erinnere ihn an die Gefahren. Warum zögerst du, den nächsten Schritt zu machen? Schnapp dir den Schädel. Bist du sicher, dass du deinen Vater mit hineinziehen willst? Sehr gut, mein Sohn, Prinz meines feurigen Throns. Okay, nochmal lesen. Es wird Zeit, euer Schicksal selbst zu bringen, den Schädel zum Altar, um seine Macht für euch selbst zu meistern, oder bringt ihn zur Pyramide, um euren Vater zu befreien. Oh, komm. Kinders, das da wird... Ich brauch meinen Vater nicht. Du scheinst die Orientierung verloren zu haben, mein Sohn. Das Portal ist hier. Hier wirst du deine Bestimmung erfüllen. Ein Jahrtausend wird die Festung stehen. Geistermauern gehüllt in Wände aus Feuer. Und gehörnte Lords neigen den Kopf vor einem, gezeugt vom schlimmsten Ungeheuer. Ein Jahrhundert voll Blut und Hader. Der Mond sich verfinstert am Himmel droben. Der Ruheplatz schließlich gefunden wird vom Siebten, der sich so hoch erhoben. Saret, Xana, ich häute euch lebendig und raube eure Seele. Lauf! Lauf, mein Liebster! Bring uns weg von hier! Ah! Genug! Ich folge nicht deinem Weg, Vater. Ich suche meinen eigenen. Und der Schädel wird ihn mir weisen. Okay. Verräter deines Blutes! Ich räche mich dafür! An euch beiden! Denkt daran, ich bin alt und geduldig! Eines Tages bin ich frei und ich werde dir zeigen, was Qual bedeutet. Ich glaube, wir haben eines der guten Enden erreicht. Aus Gier oder Furcht wird er entscheiden. Der Angekettete bleibt gefangen. Die Kraft der Reliquie ungenutzt und Ashans Schicksal noch im Schwange. Okay, ich glaube, das war eines der guten Enden, wenn man mit einem Dämon unterwegs ist. Ich hätte mir jetzt nur ein bisschen mehr gewünscht, so ein Happy End mit dem weiblichen Dämon, der in uns war. Meine persönliche Meinung. Aber das war Dark Messiah oder Meshia. Dark Messiah eigentlich. Dark Messiah müsste es sein. Also der dunkle Messias von Macht und Magie. Und muss sagen, war ein cooles Spiel, aber dass es damals zumindest so in dem Informationskreis, den ich damals zur Verfügung hatte, als Konkurrent zu Oblivion gesehen wurde, kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil es ist zwar beides in einem Art Mittelalter-Setting und beides ein Rollenspiel, aber vom Grundaufbau so grundverschieden, dass man die beiden nicht miteinander vergleichen kann, dann müsste ich auch sagen, ja, ich muss GTA 5 mit Call of Duty Black Ops 2 vergleichen, nur als Beispiel jetzt. Weil in beidem hat man Waffen und in beidem läuft man rum und schießt. Das da sind Levelabschnitte, schlauchig. Ist wirklich mehr eine Story im... Die Story ist viel wichtiger wie der Rest des Spiels.
zumindest im Singleplayer-Modus. Und das war bei Oblivion, beim Vorgänger Morrowind oder beim Nachfolger Skyrim nicht so. Die Story an sich war eher Standard und austauschbar. Und dafür die Welt und das, wie das alle, die NPCs laufen ihrer täglichen Arbeit nach und man macht die verschiedenen Gilden, da wird man mächtiger Zauberer, da wird man mächtiger Kampfgildenmeister und da geht man in die Diebesgilde und da, was weiß ich, was man alles so macht. Deswegen, Konkurrent kann ich da jetzt nicht wirklich drin sehen. Aber hat Spaß gemacht, war gut, muss im Nachhinein sagen, war ein Fehler, das Spiel nicht schon früher mal zu zocken. Eines Problem, das wir jetzt haben, wir uns fehlt jetzt am Donnerstag und am Samstag noch ein Let's Play Retro. Zumindest aktuell von dem Aufnahmestandpunkt. Vielleicht kommt auch gar kein Let's Play Retro, vielleicht kommt was anderes, ich weiß es noch nicht. Lassen wir jetzt einfach mal so da stehen. Ich würde sagen, mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Replika 666. Ich lasse euch jetzt mit dem Abspann alleine.